liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, und während hier ein Zug einfährt, sind wir bei einem weiteren Teil unseres Modellbahnbetriebes. Ich werde dann versuchen, am Ende nochmal einen Zug einzubauen, weil das ja, naja, viel Papier ist, was wir hier, oder virtuelles Papier, was wir hier zu sehen bekommen. Und um dieses Buch geht's: Günter Bartel, Fahrbetrieb auf der Modellbahn, wo wir uns jetzt schon im dritten Teil befinden, na, also in meinem dritten Teil, wo ich dieses Buch vorstelle und meine eigenen Gedanken dazu äußere. Ja, und während wir hier auf der linken Seite noch ein paar Züge vorgestellt bekommen, die ich allerdings zum Teil zumindest euch schon anhand von eigenen Fahrzeugen vorgestellt habe, haben wir hier auf der rechten Seite so ein paar Geschichten, wie bitteschön nicht beladen werden sollte. Und auch hier ein paar Richtig- und Falschbilder, na, wie sowas eben aussehen sollte oder eben nicht. Und hier haben wir noch eine kleine Überraschung. Ich hatte ja im letzten Teil gesagt, zu dem Thema Zugschluss kommen wir noch. Ich habe immer gedacht, das hat der Fremo erfunden. Also ein Zugschlusshalter, ne, den man einfach auf die Puffer legt. Aber nein, das gab es auch schon im Jahr 1974. Ne. Da allerdings mit dem Blechstreifen, der dann aufgeklebt wurde. Und, also nicht der Blechstreifen, sondern das Schlusssignal wurde auf dem Blechstreifen aufgeklebt. Heute gibt es das als Ätzteil oder als 3D gedrucktes Teil, wobei mir letzteres, naja, nicht so, ich habe zwar selber welche, aber es ist super behagt es mir nicht. Also die Ätzteile, die sehen schon ein bisschen besser aus. Ja, und dann ist natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Also hier ist im Prinzip das aufgeführt, was zu DDR-Zeiten an Modelllokomotiven, zumindest in H0, verfügbar war. Und hier wird dann aufgeführt, für was die eingesetzt werden. Man sieht es ja auf Modellbahnanlagen von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, sich entweder da weniger einen Kopf machen oder, naja, die dann einfach das Wissen auch nicht haben, dass dann so die wunderlichsten Kombinationen gefahren werden. Es werden dann immer irgendwelche Bilder dann, also in den Foren gibt es dann irgendwelche Bilder, wo dann, was weiß ich, irgendeine Güterzuglok da irgendwelche Schnellzugwagen überführt, was weiß ich, zur Reparatur oder was auch immer, oder zurück, und dann wird dann, ja, es gibt da nichts, was es nicht gibt, aber im Prinzip gibt es ja den Regelfall, und da hat jede Lokomotive ihren Sinn und, ja, und ihr Einsatzgebiet. Na, das ist heute vielleicht ein kleines bisschen verwaschener, als das zur Dampflokzeit war, wo wirklich speziell für bestimmte Einsatzgebiete, also die Lok schon konstruiert wurde und es eine sehr große Vielzahl von Baureihen gab. Na, heute sind sie ja mehr oder weniger bunt angemalt. Ja, das möchte ich jetzt hier nicht deutlich weiter auswalzen. Ich habe ja hier meine Lokvorstellung gemacht, und ja, ihr könnt ja Kommentare schreiben, wenn ihr das also wollt. Ich kann da mal auch so eine Übersicht mal versuchen, dass wir mal nicht bloß eine Lokbaureihe vorstellt, sondern mal das Thema Personenzug, Güterzug, Rangierlok und was auch immer alles so gibt. Dass wir das mal vielleicht in einem Video oder in mehreren Videos abhandeln. Ja, dann gibt es also im Buch dann auch so Vorstellungen, wie diese Züge eben aussehen sollten. Die beiden oberen sind, die sind in TT. Da war das Angebot ein bisschen eingeschränkt. Also das obere Bild, das nehme ich dann noch ab, ne? Also dieser GMP. Das ist also ein Güterzug mit Personenbeförderung, der also unterwegs dann den einen oder anderen Güterwagen zustellt oder abholt. Bei dem zweiten Zug sehe ich es ein bisschen problematisch, weil das eigentlich eine schwere Rangierlok ist. Die dürfte also eher selten auf der Strecke unterwegs gewesen sein, sondern die hat dann in größeren Bahnhöfen rangiert. Ja, zur Baureihe noch. Wir haben also oben die Baureihe 92. Das sind allerdings sehr verschiedene Lokomotiven,
drin gelandet, die allerdings alles eins gemeinsam hatten. Sie waren keine Einheitsloks und sie hatten vier gekuppelte Achsen. Darunter eben die Baureihe 81, die es also in TT gab und die eben wie gesagt eine schwere Rangierlok ist oder war. Und dann haben wir ganz unten noch die Baureihe 55. Da hatte ja Pico die in großer Vielfalt gebaut. Und das glaube ich sogar noch bis zur Wende. Ich weiß nicht, ob die bloß noch verkauft wurden oder ob die wirklich dann noch gebaut wurden. Vor dem Güterzug. Und das ist eben auch ihre Aufgabe eben. Übrigens auf der Hauptbahn, das ist keine Nebenbahnlok, die ist relativ schwer. Die ist auf der Hauptbahn mit Güterzügen gefahren. Allerdings relativ langsam, weil sie nicht so schnell, also nicht für schnelle Fahrt ausgelegt war. Ja, dann haben wir hier auf der linken Seite mal noch die Erklärung zu der Seite davor. Hier auf der rechten Seite ist auch was ganz Interessantes. Da ist nämlich ein Radvorleger gebaut worden. Die Wagen, wenn sie also in der Ladestelle, also wenn da die Zuglok vom Nahgüterzug einen Wagen in einer Betriebsstelle zugestellt hat, dann wurde der gesichert. Also wenn er eine Handbremse hatte, wurde die angezogen. Ansonsten wurde da was vor das Rad gelegt. Na, also ein Hemmschuh. Hier ist es also ein selbstgefertigter Radvorleger, wo man also diese beiden verbindet, sodass es nicht ganz so piepselig wird auf dem Gleis. Na? Und hier fehlt mir allerdings jetzt ein bisschen das Vorbildwissen, ob es sowas wirklich tatsächlich in dieser Form gab. Ich kenne nur die Hemmschuhe. Ja, hier haben wir auch das Thema Kupplung. Also das ist die normale Bügelkupplung. Also damals die in der DDR verfügbare Bügelkupplung von Pico, die dann, auch da gab es auch keinen Hemmschacht, die waren dann mit irgendeiner Feder dann an dem Wagen befestigt und so, dass er also die Feder, dass er also die Kupplung möglichst in der Mittelstellung bleibt. Ja, auch das habe ich schon beim Fremo gesehen. Also das gibt ja in Fremo auch so eine Hannupur-Fraktion, die sich da aber aus Gründen des Markenschutzes, also nicht Hannupur, sondern Fremo 87 nennt. Und die kuppeln heute so, ne? Die haben also die originale Hakenkupplung, natürlich ohne Schrauben, aber eben eine Nachbildung davon, mit dem eben dann gekuppelt wird. Und es gibt Überlegungen, also unsere Epoche 1-Fraktion, die sich jetzt sozusagen so ein bisschen aus der Epoche 2-Fraktion im Fremo herausbildet, die also so sächsisch-preußisch im Moment so thematisiert ist, da wird also wahrscheinlich auch so eine Kupplung eingesetzt. Also das hat auch den Vorteil, es ist zwar nicht einfach zu kuppeln, also das erfordert einiges an Übung, aber es hat dann durch den Vorteil, hier wird es nie wieder eine Kupplungsdiskussion geben, weil ich glaube, originaler geht es dann wirklich nicht mehr. Ja, hier sind wir dann beim nächsten Thema, das ist Modellstrecke und Fahrordnung. Es gibt also beim Vorbild gibt es also Fahrdienstvorschriften und Fahrordnung und natürlich auch die Bahnhofsfahrordnung. Ich möchte da jetzt, also da in der Beziehung, kauft euch das Buch, es war wirklich, also meins zumindest sehr preiswert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da, ich hoffe nicht, dass durch mein Video die Preise steigen. Aber ich glaube, dazu bin ich viel zu unbedeutend. Ja, ich möchte jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Ich möchte nur erwähnen, dass es das gibt. Kauft euch einfach das Buch und ein gewisser Anreiz muss ja jetzt noch da sein, da dieses Buch sich wirklich anzuschaffen. Na? Unter anderem geht es eben da auch darum, dass man eben weiß, welcher Zug dann auf welchem Gleis einzufahren hat. Na, also ich kenne es vom Fremo, da wird dann auch schnell mal was umgekippt und was weiß ich, wenn dann irgendwelche außerplanmäßigen Züge kommen, dann kann es schon mal passieren, dass da was. Aber das ist sozusagen der Regelfall. Und das kann man sich vorher überlegen, wie das dann
ablaufen soll. Ja, und dann haben wir jetzt das schöne Thema Signale, was ja auch immer so ein bisschen, naja, wo viele nicht wissen, wo kommen jetzt eigentlich die Signale hin. Das werden wir jetzt auch nicht so fürchterlich intensiv uns erschöpfend jetzt angucken, aber wir werden das zumindest mal anreißen. Ja, hier auch ein schönes Bild, Modell des preußischen Hauptsignals im 1912, na, also auch in früheren Zeiten. Also ich weiß nicht, wann das erste preußische Länderbahnsignal beim Fremel war, das ist noch nicht so lange her. Wie gesagt, wir sind hier 1975 und hier ist eben das Ganze auch so ein bisschen erklärt, wo jetzt die einzelnen Signale aufzustellen sind. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Trapeztafel, na, wohin. Und dann oben haben wir den Gefahrpunktabstand. Hier geht es um Ausfahrsignale, wo sie zu stehen haben. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht so genau drauf ein. Ihr wisst warum. Das ist auch eine schöne Sache, die sogenannten Blockabschnitte. Ne? Das ist also was Wichtiges auf der Bahn, um sozusagen zu sichern, dass kein Zug auf den anderen abfährt, sozusagen, dass der Zug hinter sich immer haltzeigende Signale hat. Das kann man natürlich auf der Modellbahn verwirklichen, wenn es ein bisschen größer ist. Wer also zum Beispiel eine Gleiswendel hat, der könnte zum Beispiel dort seinen Schattenbahnhof ein bisschen entlasten, also wenn die nicht zu steil ist, sodass die Züge dort auch anfahren können, kann auf der Gleiswendel dann Blockabschnitte einrichten, da brauchen natürlich keine Signale, und kann dann was weiß ich, einiges an Zügen dort parken. Ne? Also da auch verdeckte Strecken immer irgendwie Blockabschnitt einrichten und umso mehr Züge passen dann auf die Anlage. Auch hier Sicherung bei Kreuzungen oder Abzweigen, dass sie quasi nicht ineinander fahren. Je nachdem, wohin man abzweigt, kann es dann auch mal also ein zweiflügliches Signal geben oder dann bei Lichtsignalen dann in das entsprechende Signal. Ja, wir haben auch noch so diverse Tafeln, auch das sind Signale. Na, ganz unten die Wegesicherung, also da sozusagen, das ist das Signal, was der Zug hat, wenn also ein Bahnübergang ist. Auch Vorsignale, auch immer ein Thema auf der Modellbahn, weil häufig da auch kein Platz ist für den Signalabstand. Wer aber eine größere Anlage hat, kann das also mit einbauen. Oder man macht es eben so, dass, was weiß ich, dass am Einfahrsignal des Bahnhofs dann auch das Vorsignal für das Ausfahrsignal steht. Na, so kann man das also dann auch unterbringen. Das gibt es also oder gab es zumindest so auch im Vorbild. Ja, Schachbretttafel auch nicht so ganz unwichtig. Wenn das Hauptsignal nicht rechts neben das Gleis passt, dann kommt dort die Schachbretttafel hin und dann steht das Signal halt links vom Gleis. So, ich möchte jetzt auch nicht auf alles eingehen. Hier mal noch, also ich habe ein paar Seiten rausgelassen. Hier mal noch was nicht ganz Unwichtiges im Zeitalter der Soundloks, ne? Also diese L- und P-Tafeln, also läuten und pfeifen und das E dann für das Ende dieser Läutstrecke. Also da wenn irgendwelche Wege die Bahn kreuzen, kann man also diese Tafeln aufstellen. Hier dann nochmal auf der linken Seite so ein bisschen ein paar Erklärungen, wo solche Läute- und Pfeiftafeln hingestellt werden sollten. Das auf der rechten Seite, das ist hier das Abdrück vorm Signal. Das brauchen nur die allerwenigsten von euch. Das ist wirklich was für ganz große Anlagen. Zum Schluss haben wir jetzt noch Sicherung der Wegübergänge mit so diversen Zeichen, die dann eher für die Straße gelten als für die Bahn.
Und wir haben also dort so die verschiedensten Zeichen. Wir haben auch Schranken. Hier dann nochmal, wie das Ganze aufzustellen ist in verschiedenen Zeitebenen. Zumindest wer den Platz dafür hat. Hier dann nochmal ein paar Sonderfälle. Einmal in die Geschichte zurück und dann natürlich auch mal so den Fahrradweg, der hier die Bahn kreuzt und der dann auch ein spezielle Sicherung braucht. Hier mal auch die so ein bisschen paar Maße für eine Schranke. Die hatte ein bisschen so ein etwas älteres Semester, die Schranke. Und dann haben wir hier noch die moderne Variante, die Halbschranke. Auch hier ein paar Maße dazu. Und fast zum Schluss hatte ich euch noch einen fahrenden Zug versprochen. Und hier ist er und fährt hier durchs Bild. Das ist also eine Aufnahme von Bardowick. Das wird also auch ein Eilzug sein, vermute ich mal, gemessen an der Lok. Und hier haben wir sogar noch einen Kurswagen dran und eine Post. Ja, und mit diesem Bild möchte ich mal noch ein kurzes Fazit versuchen und mal versuchen zu erklären, warum machen wir das überhaupt. Es geht einfach darum, ein bisschen das Pferd von hinten aufzuzäumen. Jeder, der eine Modellbahn bauen will, muss ja irgendwie planen. Um zu planen, braucht er Wissen. Denn eigentlich muss ich virtuell ja schon die Züge fahren sehen auf der Anlage. Und das Ganze wäre nicht schlecht, wenn es auch ein bisschen sinnvoll ist. Und erst wenn ich die Züge fahren sehe, na, also in Gedanken, kann ich eigentlich die Anlage planen. Deshalb sage ich immer, erst das Betriebskonzept, dann entwickelt man wie im Vorbild dazu die Bahnanlagen, die man dafür braucht. Und das ist der Sinn dieser drei Filme und, ja, und des Titels Betrieb auf der Modellbahn. Ja, und wenn euch das irgendwas gebracht hat, was ich hoffe, na, schreibt es in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.